Für mich sieht es alles andere als klein aus. Danke, danke. Ach so, Sie reden immer noch von dem Schiff. Meinen Sie? Nun, wenn wir längsseits einiger größerer Schiffe liegen, werden Sie Ihre Meinung schon noch ändern, Sir. Das Schiff zum Beispiel, auf dem ich vor diesem hier Kapitän war, war im Vergleich ein echter Koloss. Meine Güte, Sie hatten schon den Befehl auf größeren Schiffen? Erstaunlich. Man kann ein Schiff aber nicht nur nach seiner Größe beurteilen, eher auch nach seiner Dicke. Hier gilt sicher nicht, je größer, desto besser. Ja, schön wär's. Die besten Kreuzfahrtschiffe sind die, die ihren Passagieren die angenehmste und bequemste Reise bieten. Nun, das ist... Das Nun, das ist eine Logik, der man kaum widersprechen kann, ja. Reden die überhaupt von Schiffen? Ja. Nee, die reden vom Mast. Ja. Ich würde gerne noch einmal den Ablauf durchgehen, wenn ich dürfte. Nach dem Ablegen fahren wir den Fluss hinunter in Richtung Meer und dann hinaus auf die offene See. Und dann kommt irgendwann ein Eisberg. Nein, bitte nicht. Salat für jeden der Passagiere, denn wir möchten, dass sie gesund bleiben. Ja. Sobald wir ein wenig vom Ufer entfernt sind, kann die Feier richtig losgehen. Und morgen fahren wir dann wieder den Fluss hinauf, um in der Stadt anzulegen. Meine Güte, das klingt alles so herrlich romantisch, oder nicht? Ein festliches Abendessen mitten auf dem Meer, mit herrlichem Blick zum Ufer. Ja, es klingt wundervoll. Beim Abendessen auf einem Luxusliner muss einem ja das Wasser im Mund zusammenlaufen. Man sieht dich ja fast schon sabbern. Nun, wir wollen jetzt jeden Moment zum Aufbruch bereit sein. Also wünsche ich Ihnen allen eine angenehme Kreuzfahrt, meine Damen und Herren. Na, der Ballonkopf ist ja jetzt auch ziemlich rundlich. Ja. Was? Der Fall geht erst jetzt los? Ja. Ist ja ein Ding. Das andere war Vorgeplänkel. Und Rätsel. Ja. Endlich haben wir abgelegt. Ich bin mir sicher, dass das ein richtiges Abenteuer wird. Ich habe das Gefühl, da passiert noch was. Wenn Sie sagen, Sie haben das Gefühl, dass etwas passieren wird, dann heißt das am Ende meistens, dass es einen Fall für uns gibt. Ja, haben Sie denn nicht gerade das Intro gesehen? Beschreien Sie es nicht, Inspektor. Das sollte doch eigentlich mal eine Pause von der Arbeit sein. Aha, ja. Das gilt für uns beide. Dann hoffen wir mal, dass wir außer Dienst bleiben können. Was, Parfetti? Parfetti? Konfetti? Ja, lassen Sie uns alle einfach... die Kreuzfahrt genießen. Der Inhalt meines Koffers soll das einzige Rätsel für Sie bleiben. Ach so, Sie müssen jetzt alle... weißt du, was passiert auf dem Schiff? Catrias Koffer verschwindet und keiner weiß, was drin ist. Und es haben ein Essen. Und das wird nie jemand erfahren. Ja. Und ich wette, ich weiß, was in dem Koffer drin ist. Essen. Nein, eine Leiche. Essen. Kann ja beides... das gleiche bedeuten. Nein, Quatsch. Nein, Mr. Onassis? Mhm. Onassis? Nessas. Onassis. Bettnessas. Nein, was wollte ich nochmal? Ich hab's vergessen. Schade. Na gut. Achso, nee, genau, was nämlich im Chat steht. Und zwar, sie werden jetzt in einen Saal gebracht und dort kommt erstmal so ein schönes Theaterstück. Ewige Diva. Ja, und dann müssen sie alle Rätsel lösen, die größte Krone auf dem Schiff finden. Ja. Genau, warum sind sie nicht mit der Crown Petoni gefahren? Ja, das gibt's ja wohl nicht. Wäre eine schöne Anspielung. Gewesen. Ja. Naja, jedenfalls. Das kann er ja jetzt nicht sagen. Du weißt ja eh schon von
etwas davon. Ja, aber die andere Sache weiß ich nicht. Das eine ist ja... Die andere Sache weiß ja ich selber nicht mal. Ja, das eine ist halt sowas, was ich ihm gesagt habe, was ich mir wünsche. Ja. So. Und wo du dann eigentlich eher so schon ein schlechtes Gefühl hattest, weil es etwas ist, das könntest du dir ja eigentlich auch früher selber kaufen. Ja. Aber ich bin geduldig. Das ist lieb. Ja. Aber was anderes. Oh, weil, also ich hätte ja irgendwas, was halt, wo du in gewisser Weise Fan von bist oder sowas. Also wo ich weiß, du würdest da was mögen von. Aber andererseits Merchandise ist halt immer... Soll ja nichts sein, was man sich einfach nur irgendwo hinstellt und was da die ganze Zeit stehen bleibt ohne Nutzen. Ja, ja. Weil das ist ja dann... Mir würde zwar was einfallen, wo... Was ich total toll finde. Wo es auch, glaube ich, so was gibt, Merchandise, was mich interessieren würde. Mhm. Aber... Das wäre ja doof, wenn ich dir keine Überraschung damit bereiten könnte. Das wäre ja doof, wenn ich... Zwinker, zwinker, irgendwas sagen würde. Zwinker, zwinker. Das war jetzt ein Tipp, oder? Wenn das etwas... Nein, noch nicht. Okay. Wenn das etwas wäre, was ich... worauf ich mich schon freue, dass es etwa, dass etwas fortgesetzt wird in nächster Zeit. Das sind mehrere Sachen. Ein Spiel. Also ich kann mir vorstellen, welches du meinst, aber ich habe das in letzter Zeit gelesen und wusstest du eigentlich, dass ein gewisses Spiel letztens für iPhone und iPad rauskam? Welches Spiel? Life is Strange. Gibt's jetzt für iPhone und iPad. Sie macht gerade... Okay, ich weiß schon, was ich mir... Allgemein. Falls du Weihnachtsgeld kriegst, was ja. du dir davon holst. Ja. Jo. Ja. Okay. Vor allem hat ja schon eine gewisse Grafik. Kann man das dann auch auf dem Mac spielen? Ah, das weiß ich nicht. Also es ist wahrscheinlich für iOS. Also eher fürs Handy oder für ein iPad. Also ich weiß gar nicht, ob es das nicht sowieso schon für Mac gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass es nur für Windows ist. Manchmal schon. Ja, auf jeden Fall. Entschuldigen Sie, Miss Catriel Layton, nehme ich an. Was? Wir schenken uns nichts, das waren seine letzten Worte. Nee, ich meine, er kann ja auch meinetwegen sagen, wir schenken uns nichts, ich schenke ihm trotzdem Wachs. Wachs? Was? Du willst mir Wachs schenken? Nein, etwas. Oh Gott, ich habe schon Angst um meine... Ich schenke ihm zwei Sachen, wenn das eine schön wird. Und wenn nicht, naja, dann halt. Eine. Eine, reicht auch. Also ich erwarte von dir kein Geschenk. Also eins ist halt selbst gemacht, das andere ist halt gekauft. Und das Selbstgemachte, wenn es schön wird, dann schenke ich es ihm. Wenn es hässlich ist, schmeiß ich es weg. Und ich ehrlich gesagt, ich würde ihr ja was selbst machen, aber alles, was ich selbst mache, sieht am Ende scheiße aus. Auch wenn es funktioniert, es sieht scheiße aus. Ja, aber zum Beispiel die Schneekugel, die ich dir geschenkt hatte, die war auch ein bisschen unförmig. Am Ende im Glas und die hält ja jetzt nicht mehr. Die hält nicht mehr, aber ich habe sie immer noch. Ja, ist eine Pokémon-Schneekugel. Ja, wollt ihr sie mal sehen? Okay, machen wir erstmal weiter und dann könnt ihr antworten. Ja. Ich will meine Haare wachsen lassen. Oh. Welche? Keine. Nein. Okay, also, was? Wenn sie viel liest, durchstöbere ihre Sammlung und kaufe ihr ein passendes Buch. Ich sag mal so, das hatte ich eigentlich vor, aber ich glaube, ich wäre da gar nicht daran gekommen, ohne dass sie es gemerkt hätte. Ja. Dementsprechend hat sie mir selber gesagt, was sie da nicht hat. Ja, eben. Nämlich das Erste. Ich habe ein paar Sammlungen von ein paar Reihen und dann habe ich halt so mal runtergebrettert von, was ich noch Teile brauche. Ja. Aber du hast gesagt, du magst Death Parade sehr. Ja, aber das ist ja ein Anime. Ja, aber da gibt's auch Merchandise. Nee, aber Death Parade ist cool, Life is Strange ist toll. Mhm. Wo ja jetzt auch Episode 3 von... Am 20. Von Before the Storm rauskommt, am genau. Am 20. Ja. Ja. Ah, das ist ja... Das wäre ja... So, auf jeden Fall. So, ja, zeig mal bitte gleich. Okay, wir machen erstmal das Gespräch zu Ende, dann suche ich das schnell und dann... Ja. Also ich such's nicht, ich seh's. Ja. Aber ich hol's. Ja. Okay.
Es ist da hinten. Ja, aber mach vorsichtig, damit nicht, dass es ausläuft oder so. Ja. Und Inspektor Hastings sowie Miss Perfetti von Scotland Yard, wenn ich mich nicht täusche. Oder wie soll ich denn entsprechen, wie ein Ballon? Ja. Frau vom Doppelpfund, sagt mir. Geht das? Ist das ein Ballon? Ja. Oder eher so. Bitte. Nein, da verstehst man nicht. Okay. Sie hätte Ihnen Einladungen für diese kleine Kreuzfahrt geschenkt. Ach ja, Sie sind einer der sieben Löwen, oder? Ich erinnere mich an Sie von der Premiere von Torpedo der Liebe im Sableloy. Mhm. Ja, in der Tat, Miss. Wann es dazu beiträgt? Nein, ich bin Omar Onassas. Onassas. Omaro Onassas? Egal. Der Eigner dieses Schiffs, es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Vielleicht haben Sie von meiner Werft hier in London gehört. Reederei Reich. Reederei Reich? Ja, Reederei Reich ist die absolut führende Werft und Reederei im gesamten Vereinigten Königreich. Katrell, laut dem Handelsregister gründen sich die Profite der letzten Jahre vor allem auf dem Hochseetransport von Waren und Gütern sowie dem Schiffsbau. Mhm. Und den Rechenschaftsberichten zufolge beginnt man gerade in den Personentransport zu investieren. Ja, das ist schönes steuerliches und handelsrechtliches Zeug. Ja. Kann ich nur sagen, ist voll gut recherchiert, ja, was die da sagen. Aber besser nicht schütteln. Nein, obwohl, aber es ist ein bisschen besser noch. Schon da. Also ich kann es noch schütteln, aber dann könnte es passieren, dass der... Ja, der Ball runterfällt. Dass der sich dreht. Okay, so. Oh, der dreht sich schon. Ja, also naja, der ist abgegangen. Da ist ein Sockel drin, wo auch eigentlich der Ball festgeklebt ist. Ja, aber das Heißklebeding, das hat sich anscheinend durch die Flüssigkeit ein bisschen gelöst. Ja, jetzt er sich. Nein. Nee, ich krieg ihn wieder richtig rum. Ich schwör. Ja, muss ich halt absetzen. Shit. Ach, der Sockel ist auch nicht mehr. Ach nein. Oh. So, jetzt ist er wieder... Er ist wieder halbwegs gerade. Ja, es ist... Aber es war schön, solange es gehalten. Ja, es hat ja immer noch relativ lange gehalten. Wenn nicht, muss ich halt mal... mir nochmal ein neues Glycerin holen und das nochmal neu kleben. Mhm. Ja, aber dann muss das ja alles wieder raus und... Ja. So. Okay. Okay. Was sind Bücher? Die Dinger, die aussehen wie Manga, aber nur Buchstaben enthalten. Genau. Okay, investieren. Dankeschön. Für das Lob. Für das Lob, genau. Ja. War sehr lange Arbeit. Oh. Ja, es sieht im Glas ein bisschen platter aus, weil es ein rundes Glas ist. Stimmt, ja, eben. Dadurch ist die. Also, es ist eigentlich voll rund, aber es durch die. Durch die optische Täuschung mit der runden Form wird dem Wasser. Es ein bisschen platt gemacht. Ja. Platt gemacht. Ja. Ich glaube, das Ziel besteht darin, einen Teil des Geschäfts zurückzugewinnen, den man in jüngster Zeit an den Straßen- und Luftverkehr verloren hat. Ja, Sie sind wirklich gut informiert, Miss Perfetti. Ja, in der Tat war das bezahlbare Luxuskreuzfahrtschiff eine meiner Ideen. Im Geschäftsleben darf man nie nur Wasser treten. Man muss immer neue Horizonte anpeilen und sich etwas Frisches einfallen lassen. Als ich mir meinen Namen gemacht habe, denn ich hieß früher eigentlich anders, also, mit Nachnamen wirklich anders. Ich hieße Omar anders. habe ich dabei auch keine Gefangenen gemacht. Ich habe nur Leute umgebracht. Viele meiner Rivalen sind wegen mir in... Ja, das... Ja. Ja, sind wegen ihm einiges und auch in Tränen ausgebrochen, bevor sie... Noch jeder Mensch hat seines eigenen Glückes Schmied. Fressen oder gefressen werden, so heißt es doch. Zweifelsohne weiß eine führende Detektivin wie sie selbst, wovon ich da spreche, oder nicht? Ich achte eigentlich schon darauf, niemanden zu fressen. Aber manchmal passiert es versehentlich in ihrem Fressattacken. Dann kommt man wohl durch reines Glück in Führungsposition.
Nun, es ist ungewöhnlich, dass Frau von Doppelt von jemandem lobt. Doch sie hat mir erzählt, sie hätten einen unglaublich scharfen Verstand. Ja. Was? Lies weiter. Diesen Verstand würde ich gerne einmal selbst in Aktion sehen. Wenn Sie so freundlich wären und mir dieses Rätsel lösen. Ja.